den Zeltofen Cheese Stove anfeuern. Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland, heute hier mit unserem neuen Cheese Stove Zeltofen, den wir jetzt zum ersten Mal anfeuern, um einfach zu gucken, wie er zieht und was gibt er denn so an Wärme auch ab. Wie jeden Ofen würde ich empfehlen, den mit relativ kleinem Holz anzufeuern, umso schneller zieht er gut durch. Hier haben wir einfach Buche, Eiche klein aufgespalte, also keine Spechtele, sondern einfach nur klein aufgespalte. Zwei Holzwolleknödel mit Wachs dazu. Nicht in die unterste Lage, sondern eher ein bisschen weiter nach oben. Also ich mache dann eher die dickeren Hölzer eher immer in die unterste Lage, dann die Wachsdinger drauf und oben drauf ein bisschen kleineres. Dann zieht der Ofen relativ schnell gut durch. Ihr seht jetzt hier, er ist im Anfeuern begriffen, er zieht gut ab, also es kommt vorne, obwohl alles sperrangelweit auf ist, kein Rauch raus. Er zieht direkt durch das Rauchrohr ab und wenn ich dann nachher hier zumache, dann kann ich hier erstmal die Lüftungsöffnung komplett aufmachen und sofort hört ihr, wie der Ofen dann auch dadurch zieht. Also er kriegt richtig Power und zum Anfeuern kann ich das jetzt auch so lassen und später regel ich dann einfach hier entsprechend den Zug runter. Man hört, wie er leiser wird, aber zum Anfeuern, wie gesagt, ruhig Vollgas. Ihr seht, der neue Cheese Stove, so klein wie er ist, er zieht voll durch. Also er hat eine super gute Thermik und er macht außenrum richtig, richtig heiß. Wasser kocht hier zum Beispiel im Percolator in, sag mal so, 10 Minuten. Also anfeuern, kurz durchziehen lassen, zumachen und dann 10 Minuten später habt ihr heißes Wasser. Die Fläche hier oben ist groß genug, um eine kleine Pfanne unterzubringen, einen kleinen Topf unterzubringen. Das heißt, ich kann hier auch für 2, 4, vielleicht auch 5 Personen auf dem Ofen gut kochen. Und das deckt sich eben mit unserer ersten Einschätzung, dass der G-Stove für eine Kode wunderbar geeignet ist. Also Kode bei uns ist ein 4 Meter Durchmesser, 2 Meter Höhe. Ich denke, ein nordisches Tipi mit 5 Meter Durchmesser, 3 Meter Höhe in der Mitte. Auch das wird der Ofen noch gut beheizen können. Von daher, wir werden weiter mit dem neuen Öfen spielen. Besonders schön ist natürlich das Sichtfenster. Ich dachte zuerst, es ist relativ klein und da kommt nicht viel raus, aber man sieht einfach, dass hier doch ordentlich Licht rauskommt und es schafft dann im Zelt doch ein schönes Ambiente. Thank you.
Ja, ihr seht, der Ofen macht uns sehr viel Spaß. Wenn euch auch gefällt, lasst einen Daumen hoch da, abonniert unseren YouTube-Kanal, seid ihr immer auf dem Laufenden, was es Neues gibt bei Jodeland. Und bis dahin sage ich Tschüss und viel Spaß, euer Ralf von Jodeland.